Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Force-Projekt zusammen mit dem McManus, dem Sachs Let's Player und der Werner vom Burning Gamers. Hallo. Hallo. Sag mal, Werner, ist Werner dein Nick oder hast du auch irgendwie was anderes? Nee. Wie ist dein Nick? Ich hab keinen Nick. Gar keinen? Nein. Wobei ich mich jetzt mittlerweile schon angewöhnt habe, mich im TS umzubenennen, damit mich nicht jeder anstupst bei uns. Oder den TS so einzustellen, dass man nicht anstupsen kann. Das haben wir jetzt auch gemacht, ja. Okay. Aber du willst ja Community nah sein und da geht das halt auch nicht. Das stimmt, aber dir bringt es nichts, wenn du bei den Aufnahmen ständig anstupst. Ja, genau, das ist halt das. Ja. Das ist auch viele, was viele nicht checken, Alter. Dann schreibst du das, ey, hör mal, ich bin gerade in der Aufnahme, können wir uns später mal eben unterhalten. Dann werden die meisten noch frech. Ja. Ja, das ist die Art und Weise, wie du es den Leuten immer rüberbringst. Oh, lol. Weißt du, Prinzessin ist zu Ende. Schon wieder. Ja, da müssen wir neu gucken. Vorne wieder anfangen. Oder? Aber nicht mehr heute. Morgen wieder, gell? Heute nochmal? Nee. Morgen wieder, gell? So. Gell? Pferdchen war auch mit bei? Ja. Schön. Wie heißt das? Maximus. Ja. Sehr schön. Ja. Meine Frau hat jetzt den Vormittag damit verbracht, zum 15. Mal Rapunzel zu gucken mit meiner Tochter. Oh. Mit unserer Tochter. Die will den ganzen Tag Rapunzel gucken, das ist, oh nee. Und das Pferdchen Maximus ist auch immer dabei. Ja, herrlich. Gibt's eigentlich Dirty Teddy noch? Ich hab einen User, der heißt Dirty Teddy. Achso, okay. Also in Zuschauer. Er meint den Teddy, den ich geschenkt habe zu Werner. Den hast so. Du Dirty Teddy geschenkt. Den hast du genannt. Ja, stimmt. Den gibt es natürlich noch. Der sitzt bei ihr im... Oh, den kann man gar nicht umsägen. Der sitzt im... Also schläft jede Nacht mit dem Bettchen. Der sitzt ja auch den ganzen Tag, davon mal abgesehen, aber... Muss man den Radler dann kurz wegfahren. Dann nimmt er aber auch halt das halbe Kinderbett ein. Das ja. Das. Aber er muss mit ins Bett, weil... Na, da passt ja auf, dass nichts passiert. Ja, ja, so ist das. Ach, Kind sein müsste man. Unbeschwerte Lebensweise. Hatte schon was. Ja, hatte was? Ja, denke ich schon, oder? Wärst du lieber nochmal 18 oder wärst du lieber, also bist du lieber da, wo du jetzt bist? Allgemein gesehen. Hm. Mit dem gleichen Wissen? Nee, mit dem Wissen wie du 18 warst. Genau, wie du 18 warst. Oh, das ist schwierig. Da hat mich jetzt mal ein Arbeitskollege gefragt, tatsächlich. Ja. Und ich habe geantwortet, ich bin lieber da, wo ich jetzt bin. Ja. Würde ich auch intendieren. Warum? Weil mit 18 haben wir nur Quatsch gemacht. Ja, da war doch keine daran. Ja. Da hattest du doch keine Sorgen und so einen Scheiß. Was? Mit 18 hast du keine Sorgen? Da gingen erst die Sorgen los. Da musst du alles selber bezahlen. Ja, aber du hast ein bisschen Lehrlingsgeld. Ja. Aber die einzige Rechnung, die du bezahlen musst, ist vielleicht ein bisschen Geld zu Hause und die Handyrechnung, Alter. Dann aber Ende. Heute kommt ein ganzer Batzen. Ja, gut, aber du wolltest ja Auto fahren als Beispiel. Ne? Also bei uns, wenn du auf dem Dorf wohnst, war das Wichtigste. Die absolute Priorität, irgendwie sich fortzubewegen. Man hat sich so krass gefreut, dass man endlich den Autoführerschein hatte mit 18. Da war dir das Auto fast egal. Hauptsache, du konntest fahren. Also. Da ist man erstmal 2 Tage im Kreis gefahren, weil es Spaß gemacht hat. Genau. Ja. Du bist erstmal jede sinnlose Strecke gefahren und das mindestens 10 Mal. Ja. Einfach nur, weil du fahren konntest. Ein Kollege von mir ist mit dem Hund gegangen, mit dem Auto. Ohne Witz. Ah, hat er ne? Ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Alter, jetzt endlich mal um, du Drecksbaum. Jetzt. Warte, ich versuche den dann noch irgendwie zu richten. Okay, dann warte ich noch eben mit Absägen. Ich rede mit Werner. Achso, du bist da. Okay. Geht schon. Ich mach den sanft auf die andere Seite. Ich säg jetzt ab.
Warte, ich will nur noch halbwegs gerade richten, so jetzt. Okay, ich säg jetzt ab. Warte. Hör doch mal auf da rum. Er sägt jetzt ab. Mit Ansage, ne? Ich säg jetzt ab. Er sägt jetzt ab. Ansage an den Baum. Wir sägen jetzt ab. Wir sägen ab. So. Da. Du bist da nochmal drauf, glaube ich. Wir uns doch mal die Scheiße von hier oben anschauen, was die da unten fabrizieren. Das ist aber auch ein herrliches Gebiet, ey, muss man echt so sagen. Das ist riesig. Was war das denn bei dir, ey? In Ordnung, da war noch Widerstand im Wasser. Was ist hinter dem Berg? Wo ist die Fräse, Alter? Halt. Ich glaube, den Trailer, den Randy wegfährt, ist der letzte, oder? Kann das sein? Werden wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht woanders hinziehen? Also, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass das die letzte Folge FDR Logging ist, ja. Was natürlich nichts daran ändert an unserer Arbeitsmoral hier, denn was wir hier haben, werden wir ja mitnehmen. Ja, ne? So wie auch ja, das ich Geld. Komme. Entschuldigung. Ja, so wie das Geld. Deswegen sollten wir versuchen, vielleicht fix noch die Bäume so schnell wie möglich zu verladen. Haben wir noch einen Langholz-Trailer? Der fährt gerade weg. Ach so, der ist dann ganz voll. Komm, lass da noch was draufhauen, wir haben noch 10 Minuten. Hier den Grün können wir noch voll machen. Können wir ein bisschen Rambazamba machen. Können wir wenigstens Kohle noch mitnehmen, oder? Genau. Macht schon Sinn. So, dann erzählt mal, wie hat es euch denn hier gefallen? Seid ihr wehmütig? Okay, die Map scheint eine emotionslose Map gewesen zu sein. Also ich hatte schon, aber tatsächlich hatte ich schon... Okay. Sind sie trotzdem weggefahren, Füße? Ja, ist klar, fahren die weg. Ah. Da kenne ich nichts, man zieht uns zu oder was. Okay. Der Große, der wollte ich wohl nichts mehr mitnehmen. Man können den Typ dann einfach voll ballern und dann hochfahren. Was sagst du, Renny? Der Große ist meines Erachtens nach... Bleib auf der einen Seite wäre maximal... Naja, ja, ist ja wurscht, ist jetzt eh weg. Dann ist er weg, so richtig. Lass mal die IT-Runner noch voll ballern. Vor allem, glaube ich, brauchst du ein bisschen mit dem Kirovetz darunter. Das ja. Kommt noch dazu. Letzte Folge tue ich hier erstmal schön fräsen. Und mal hier am liebsten. Mit deinem Deutz? Ah, ne, du hast ja keinen Deutz. Ich habe so schön, guck mal, den ganzen rechten Hang abgeerntet, ey. Mussten wir ja verkaufen, ja. Bitches. Ja. Der war nicht mehr tragbar finanziell, glaube ich. Hat's Maul. So, wie viel hat der IT-Runner? Aufsatz? 5 Meter? 6 Meter? Ich glaube, bin mir nicht sicher. Wollen wir mal messen. Ich glaube, 7 haben wir immer geschnitten. Ganz falsch. So. Ja, das Geld nehmen wir natürlich mit und unser Equipment auch. Aber wir werden natürlich auch versuchen, jetzt mal hier neue Mods reinzubekommen. Ja. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir hier mal ein bisschen was anderes auch sehen und vielleicht auch mal noch ein bisschen Technik mit reinkriegen. Wir haben ja postmäßig haben wir ja hier echt nur die Standardsachen. Also das ist nicht so schön, finde ich. So. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Skidder. Mein großer Traum, mein Skidder. Da. Wow. So, Mr. Manus. Ja, hier ist einer. Ich müsste da mal ran. Oh Mann, der flutscht die ganze Zeit weg, oder? Oh, der flutscht so hässlich durch die Zange. Was ist denn das für ein blöder Bug, ey? Leck mich doch am Arsch, ey. So,
Wollen wir schon verraten, welche Map, oder wollen wir uns das lieber als Geheimnis? Ich würde sagen, wir lassen es als Geheimnis. Wir geben einen kleinen Tipp. Es wird ein Forstprojekt werden. Ja, das stimmt allerdings. Aber naja, musst du immer alles verraten? Ja, es tut mir leid, ich konnte es nicht halten. Da kannst du den von deiner Seite mal noch ein bisschen rüberstupsen, ja, hier, den sicher. Einen da. Den kleinen Querulanten. Eigentlich der Freezy, ne? Ist ja unser kleiner Querulant. Ich wollte mal zwischenfragen. Wissen wir überhaupt schon, welche? Ja, kannst du sagen. Ja. Ja, anscheinend nicht. Und was ist ein Querulant? Oh, weißt du nicht? Da würde ich mal Wikipedia fragen. Ja. Frag mal Wikipedia. Ein Querulant ist einer, der... kennst du nicht diese, diesen Begriff Quengeln? Ne, Quengeln ist ja... Dein Kind quengelt? Ja, das kennst du. Ja. Querulant, ja, keine Ahnung. Einer, der sich über alles beschwert. Ja. Einer, der nicht das macht, was man ihm sagt. Einer, der immer... Also in der Computersprache, sagt man, in der Computersprache wird man auch Anti-Mate sagen wahrscheinlich. Anti-Mate, ja. What? Also ein Widerständler. Ja. Ein Rebell. Ein Rebell. Ein Mad-Max. Cooler an. Ja. Was sagst du für sie? Das hört sich cooler an, Rebell. Würdest du gerne ein Rebell? Nee. Du musst ja altes live spielen. So. Sorry. Oder einfach Urlaub auf dem anderen Kontinent machen. So, komm, dass wir das noch schaffen, würde ich sagen. Den Sumpf bockt mir nicht mal mehr die Fräse Spaß hier, ey. Aber Freestyle, du könntest wieder fahren, theoretisch, oder? Nee, besser nicht. Besser nicht. Ich würde auch mal eine hochfahren. Ja, lass mich ganz kurz Stricke rummachen. Ein, zwei zumindest. Ah, falsch. Jo, reicht schon. Da. Da. Okay. Naja, in 3 Minuten ist Pause. Ich gehe jetzt schon mal Pause machen. Ja, gut, dass ich Stricke rumgemacht habe. Für ein dummes Ding. Ja, genau, ey. Bleib stehen! Bleib! Wie so ein Schlitten, ne? Alter, Schwule. Alter, ist doch nicht dein Ernst hier, oder? Kackding, ey. Mann. Ach, Menno. Wollt ihr das Holz noch abgeben, ey? Kann man das nicht mal normal irgendwo hinstellen? So, jetzt bleibst du da stehen, sonst raucht's hier. Wenn wir den jetzt, entlassen für die nächste. Wenn wir den jetzt zurücksetzen, ist er dann leer oder voll? Leer. Ah, okay. Nee. Habe ich vorhin am eigenen Leib gespürt. Ja? Ja. Okay, was? So, wo ist denn eigentlich Randy? Oh, der ist schon fast unten. Spasta, ja. Was ist mit dir, Spasta? So. Ich hoffe, du schämst dich genug. Jetzt da. Wer denn? Aber wisst ihr, auf was ich mich am meisten freue auf der neuen Map? Mhm. Auf Verkaufstrigger. Für die Fahrzeuge. Einfach das ganz normale Sachen, ne? Ja. So, Freezy, jetzt zählst du schon mal zusammen, was wir alles haben. Ja. Und bestellst die Spedition, ja? Ja, ich gucke, ob alles noch okay ist oder ob wir vielleicht neue Trecker bräuchten oder so. Und noch alle Schrauben sitzen, der Luft. Diese Erwartung spielt eine große Rolle hier in solchen Projekten. Pflege einfach der Maschinen. Weil es gibt immer welche, die einfach sehr unpfleglich behandeln und da muss man hinterher sein. Genau. Wartungskosten sind nicht so teuer wie Reparaturen. Wie zum Beispiel beim IAC, da muss ein bisschen Öl nachgefüllt werden, aber sonst ist da noch Top-Tor. Ja gut, aber da ist ja eher Benzin nachfüllen. Also Diesel, der verbraucht ja bestimmt mehr Öl wie Diesel. Ja. Schön, was ist denn hier? Ist hier nicht irgendeiner mit einer Fräse vorne rumgefahren? Ah, wahrscheinlich nicht alles gesehen. Der hört doch kein Stück zu, ne? Der wurde jetzt... Was denn? Er hat Fräse gesagt, weg. Er hat keinen Bock mehr. Ja, das höre ich ja ständig von ihm, das habe ich ja schon ausgeblendet. Alter, was ist ein kleiner Hühner, Alter, wo ist der? Der macht gerade die Fliege.
Soll ich das noch wegfahren, Fix, oder? Ja, warum nicht? Also mir ist egal. Hör ich öfters von dem. Wir sind durch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Gut. Wir fahren jetzt noch weg, wir übernehmen das Geld dann einfach mit in die nächste Folge. Genau. Atme noch. Ist aber auch, da sagst du zu mir, ich höre nicht zu, ne? Posten. Ich hab Hunger. Oh, guck dich an. Weißt du vielleicht schon, was es gibt zum Mittag? Weiß ich noch nicht. Ah, okay. Fuck. Ich glaube, du kannst abmoderieren. Das. Ich hab mich jetzt gechillt zum Randy. Benno. Ja. Hast du mal kurz die Zeit? Du kannst auch mal dran. Ich wohl auch, aber. Das ist schon mal die Fahrtrichtung. Das ja, die Fahrtrichtung ist schon mal, ne? Aber ich muss dann an die andere Seite nochmal ran. Du weißt ja nicht, was es zu essen gibt? Hey, woher denn? Aber vielleicht hast du Wünsche geäußert. Oh, einmal frei. So, ich bin wieder auf Kurs. Wer kocht denn? Die Schwiegermann? Ja, sie ja. Wo wohnt die? Im selben Haus oder was? Nein. Ich müsste 20 Minuten laufen, glaube ich. Okay, läufst du wenigstens? Ich wollte gerade fragen, läufst du auch oder gehst du nur? Laufe natürlich. Ja. Okay, also lässt dich hinfahren. Grauenhaft. Nee. Läuft. Rausgelaufen, das Auto steht doch hier. Ach, du nimmst das Auto und fährst. Wenn du ETS noch aufnehmen willst, mach das jetzt nicht lustig, weil sonst laufe ich noch bis noch später, Junge. Wir werden ja hier stimmt was nicht. Ja, eindeutig. Es wird einfach Zeit, glaube ich. Ja. Die Map ist ein bisschen tricky. Die Map ist ein bisschen tricky. Ach, jetzt sträub dich doch nicht dagegen. Willst doch auch. Ja. Oh. Sehr schön. Wirklich mega weit bis da runter, ne? Ja, ist ja. Hammer. Ja, komm, dann moderier ab. Dann bleibt mir das Geld halt, also fast noch runter und dann den Kontostand übernehmen wir ja dann 1:1. Ja, gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen drei vorbei. Die stehen unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.